Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth, immer noch in der EBF-Mod, oder wieder in der EBF-Mod, besser gesagt. Wir sind immer noch nicht wie Platinum Gott und uns fehlte noch eine einzige Challenge, glaube ich. Außer die erste, aber die will ich nicht machen, weil die ist bestimmt doof. Es sei denn, die Challenge, die wir jetzt machen, ist viel zu schnell vorbei und ich weiß ehrlich gesagt, Shotgun war das, oder? Creepy haben wir gemacht, Shotgun. Shotgun? Shotgun. Den Rest hatten wir schon. Okay, also Shotgun. Ich hoffe, das hatten wir noch nicht. Doch, das hatten wir schon. Nein, das hatten wir schon. Verdammt. Nein, die Challenge. Okay, dann machen wir Beastmaster. Beastmaster hatten wir nämlich auch noch nicht. Und die ist so ähnlich wie... Ach, doch nicht. Hä? Ich dachte, Beastmaster wäre so ähnlich wie Family Man. Wie die Family Man Challenge im richtigen Isaac. Also im Original, ohne Mod, aber ist gar nicht so. Na gut, dann lassen wir Maudado angreifen. Ja, was haben wir denn überhaupt alles? Wir haben den Katzenkopf. Ach nee, das ist Tammy's Head. Aha, wir haben Tammy's Head, dazu haben wir Cricket's Head, dass wir also stärker sind. Dann haben wir noch den Guardian Angel, den toten Vogel, der kommt, wenn wir getroffen werden. Mehr Kisten durch den Katzenschwanz. Dann Crickets Körper, der macht, wenn wir schießen, aber wir können ja gar nicht schießen, dass das dann alles so splattert sozusagen. Dann haben wir noch irgendeine Fliege. Was ist das für eine Fliege? Die gelbe Fliege. Die ist auch cool. Wenn wir getroffen werden, dann macht die auch Schaden. So eine, das ist, glaube ich, die Revenge Fly, oder? Ich glaube schon. Dann haben wir noch... Hä? Was ist denn das für ein Baby? Irgendein Baby und Maudado. Ah, hier, das ist das... Ja, klar. Hilfe. Das ist hier der Duke of Flies, den wir da haben. Oh, eine Ancancy Forever. Okay, auch nicht schlecht. Aha. Aha. Können wir auf jeden Fall einmal einsetzen, um zu gucken, ob da eventuell eine Falltür ist, aber leider nicht. Wir können eigentlich auch gar nicht so viel machen. Da goldene Räume ja es nicht gibt. Von daher müssen wir eigentlich nur zum Boss, der auch hier gleich ist, pinnen. So. Da wir aber relativ... Oh ja. Relativ hohen Schaden haben, machen wir Fliegen erstens viel Schaden, die der Duke of Flies macht und ja, unser Tammy's Head halt auch. Also so schwer wird die Challenge nicht sein. Das ist ja auch die erste Challenge, von daher dürfte das wirklich nicht allzu schwer werden. Es sei denn, es werden irgendwelche Gegner, die ganze Zeit irgendwelche Gegner spawnen. Aber allein mit Tammy's Head und dass sich das dann alles noch aufteilt, sollte man die Räume eigentlich relativ schnell erledigen können. So. Vor allem die Fliege macht ja eigentlich alles One-Hit. Ja, je nachdem wie weit wir dann gehen müssen, wird es schwerer oder nicht schwerer. Ich vermute einfach mal nicht so schwer. Egal. Auf jeden Fall, wenn wir diese Challenge dann geschafft haben, haben wir alle Challenges gemacht, dann wäre ich mit dieser Mod erstmal fertig. Das freut mich. Haben wir die ganzen Challenges daraus auch gemacht und können uns endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich den Godhead zu kriegen, den wir eh nicht bekommen. Niemals. So. Genau solche Gegner. Ach, vor solchen Gegnern hatte ich Angst. Macht der Guardian Angel eigentlich Berührungsschaden? Ich glaube ja, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja. Widow, hi. Los, Fliege, Attacke. Genau, wir kriegen rote Leben dazu, wenn Maudado irgendwas töten sollte. Allerdings natürlich nicht, wenn wir gar nicht erst rote Leben verloren haben, aber Damage Up ist natürlich immer gut. Das heißt, unsere Fliege macht jetzt noch mehr Schaden und hier würden wir sogar ein gutes Item... Ne, nehmen wir mit. No Legs! Juhu! Wenn wir schon der Beastmaster sind, dann nehmen wir auch alle möglichen kleinen Tiere mit. Und der kann jetzt nämlich die ganzen roten Herzen aufsammeln. Und bei jedem zweiten roten Herz gibt er uns ein blaues eventuell. So, da, nimm mal. Sogar schon bei 1,5, okay. Coole Sache. Sehr, sehr coole Sache. So, ich will mal kurz gucken, ob hier vielleicht irgendwo ein Shop ist. Oder ich mache die Kiste auf. Jetzt will ich erst recht gucken, ob hier irgendwo ein Shop ist. Ja, da kommen wir sogar rein. So. Noch mehr Geld. Cool. Jetzt haben wir natürlich unser Space-Item durch, aber... Ah, brauchen wir dich. Wir haben unsere Fliege und Maudado. Mehr brauchen wir nicht. So. Du auch noch. Ich mag unsere Fliegen. Kein blauer Stein. In dieser Mod sieht man aber die blauen Steine wenigstens richtig gut.
Die sind immer so weiß hervorgehoben. Und haben ein ganz dickes, fettes X auf sich drauf. Genau. So, das war die erste, nee, zweite. Das war schon die zweite Ebene, echt? Warte, da ist noch ein Herz im Stachelraum. Komisch, dass man das gar nicht auf der Minimap sieht. Nur wenn man sie so ein bisschen größer macht. Sogar ein ganzes. Wow. Okay, wir haben 15 Münzen. Das heißt, wir werden in der nächsten Ebene, wenn es da denn einen Shop überhaupt gibt, mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob es Challenges-Shops gibt, aber eigentlich müsste es die geben. Und ich hoffe, das geht nicht nur bis Moms Fuß, weil dann wäre die Folge so kurz. Das wäre ein bisschen schade. So. Obwohl, dann könnten wir vielleicht noch einen normalen One dranhängen. In der Mod. Ja, doch, ja, doch. Kriegen wir schon hin. So. Hier eine Karte. Temperance und... Nee. Oh. Toll. Ein rotes Herz für ein blaues Herz eingelöst. Naja. Gibt Schlimmeres. Hier. Ja, da wir noch kein Trinket haben, können wir das mal mitnehmen. Werden wir aber höchstwahrscheinlich schnell wieder austauschen. Weil uns das Trinket nur was bringt. Oh. Nur was bringt, wenn wir kaum noch Leben haben. Weil dann wird es einem ein schwarzes Herz geben. So, das ist sehr cool. Setzen wir einmal oder zweimal ein? Ich meine, wir brauchen noch Herzen für die Devil Deals. Eventuell. Ich setze es mal zweimal ein. So. Können wir noch einen Devil Deal nämlich mitnehmen und dann ist trotzdem alles toll. So, Fliege, Attacke, Attacke, sehr gut. Money, money, money und ein Herzchen für deinen kleinen Nolex. Au. Jo. Die Fliege, die wir da, diese gelbe Fliege kommt doch erst, wenn wir getroffen werden. Glaube ich. Und wieso gibt es ja keine Shops? Gibt es in... Hä? Ich dachte immer, in den Challenges gibt es nur keine goldenen Räume, aber Shops müsste es doch eigentlich geben, oder nicht? Scheinbar nicht. Wieder falsch informiert gewesen. Hallo, Super-Trollbombe. Tschüss. Hallo, Dark One. Oh nein. Okay, das kann ein bisschen dauern. Vor allem, weil wir halt nur Maudado und unsere Fliegen quasi haben. Ist ja, wenn wir das uns einmal treffen, dann wird es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Weil dann greift sofort unsere Fliege an. Oh. Und auch unser Vogel. Unser Adler. Unser Adler, der verdammt ist. Ja. Dafür haben wir jetzt natürlich keinen Devil Deal bekommen. Aber das ist uns egal. Wir brauchen sowieso keine Devil Deals. Ich wüsste auch gar nicht, was wir da drinnen groß finden sollten. Außer vielleicht das Bumsten-Baby. Von daher ist das, glaube ich, wirklich egal. So, weil alles andere bringt uns nicht wirklich was. Ja, Pentagramm oder so wird uns dann stärker machen. Dann wird auch unsere Fliege stärker werden natürlich. Aber dringend notwendig ist das, glaube ich, nicht. So, kommt her. Oh nein, der hält zwei Fliegen aus. Oh nein, wie kann... Au, wie kann er nur... Ah, gut zu wissen. Diese braunen oder schwarzen... Diktri-Dinger. Dikter-Dinger. Dikter. Der neue Snack von Dikter. Er hat also mehr Leben. Interessant. Ja, Maudado. Du bist eine viel coolere Schnecke als Larry Junior. Einfach immer auffressen. Alles Mögliche. Alles, was man... Oh, doch, es gibt Shops. Okay. Ist er Dennis? Nee, vielleicht ist das gar kein Shop. Vielleicht ist das eine sogenannte Bibliothek. Das kann natürlich auch sein. Aber wir brauchen dafür sowieso erstmal Schlüssel. Und die haben wir noch nicht. Da haben wir einen. Jetzt ist die Frage, ob wir erstmal die goldene Truhe aufmachen wollen und gucken wollen, ob da eventuell ein Schlüssel weiter noch drin ist und vielleicht noch viel, ganz viele andere tolle Sachen. Oder halt nicht. So, danke. Dankeschön, Nolex. Bist ein süßer Kater? Katze? Ich glaube, Nolex ist eine Katze. Also weiblich. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Und es ist eine Bibliothek. Das lässt mich zu dem Entschluss kommen, dass es keine Shops gibt in den Challenges. Und das macht mich traurig. Aber ist nicht weiter tragisch. Wir sind ja trotzdem stark. Und sollten hier auch gleich zum Boss kommen, oder? Oder? Sieht auf jeden Fall stark danach aus, als wenn das der richtige Weg zum Boss wäre. Los, Maudado. Attacke. Würmer besiegen Würmer. So ist das, Dubai. Schlüssel? Nein.
Das heißt, wir brauchen das ganze Geld eigentlich gar nicht, weil wir damit sowieso nichts machen können. Gut. Chubby! Hi! Oh, das wird ja noch länger dauern. Warte, wir haben zum Glück Bomben. Wir haben Bomben. Oh, die Bomben machen sogar ziemlich viel Schaden. Weg. Geil, Lumatico. Na? Wow, ein Tiersab. Genau, was ich gesucht habe. Ein Baby. Nehmen wir mit. Dann können wir nämlich ganz normal schießen. Oh, das ist immer gut. Haben wir wenigstens so einen minimalistischen Schießeffekt. Ja. Aber anscheinend wird die Folge wirklich viel zu kurz. Okay, es wird also nicht bei dieser Challenge bleiben, wie es aussieht. Ah, ich habe mich gerade gewundert, warum unsere Tränen rot sind, aber das liegt ja nur an den Zahnstochern, weil die unsere Augen aufreißen. Und dann werden die Tränen nun mal rot. Aber mehr Schaden machen die trotzdem nicht. Hä, oder doch? 2, 4, 5? Ne, 5? Hä, was haben wir denn noch eingesammelt? Wodurch sind wir stärker geworden? Oder hatten wir von Anfang an... Ich glaube nicht. Ah, den Jesus Juice, genau. Gut, dass ihr mir das gesagt habt. So. Ich mag die Musik in dieser Ebene voll. Ich mag das, wenn das so ein bisschen rockiger ist. Müssen wir den jetzt echt besiegen? Stirb! Okay, wir machen guten Schaden. Gut, dass wir auch diesen Körper dabei hatten von Cricket. Sonst wird das hier, glaube ich, immer ein bisschen länger dauern. Und kriegen wir noch ein Herzchen von dir? Nö. Kein Herz für uns. Er hat uns nicht mehr lieb. Traurig. Das ist echt traurig. Früher hatte er uns noch lieb, heutzutage nicht mehr. Oder es, sie. Was auch immer, die Katze. Aber vielleicht ist es auch eine Kater. Ey, die Made hat meine Fliege gegessen. Habt ihr das gesehen? Wie kann die Made das tun? Maden essen Fliegen? Was ab? Maden essen Fliegen, Würmer besiegen Würmer. Was ist das für eine grausame Welt? Oh, okay, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Aber macht nichts, wir haben Fliegen. Falscher Weg war das hier. Jetzt müssen wir gleich wie dazu rücklaufen. Und dann freuen wir uns, weil zurücklaufen voll toll ist. Ich kann nicht singen. Boah, ich muss dringend mal, weiß ich auch nicht, irgendwas lernen. Yay! Sowas mag ich nicht, wenn man sich hier freispringen muss. Und dann am Ende keine Bomben mehr hat. Oh, das war vielleicht schlecht gelegt, aber egal. Da muss man nicht nachdenken in diesen Räumen. Und wenn man dann was falsch macht und dann keine Bomben mehr hat, oh, warte, da kommt man da gar nicht erst weiter. So, Nolex aber eine, oh, sehr gute Investition. Auf jeden Fall. So, auch wenn wir jetzt keine roten Herzen mehr haben, ist uns egal. Au, ist uns egal. Los, Revenge Fly. Revanchiere uns. Macht der Revenge Fly eigentlich mehr Schaden als der Vogel? Wahrscheinlich, oder? Ich glaube schon. Au. Immer wollt ihr mich mit euren Maden treffen. Könnt ihr die selber angreifen? Die Viecher erinnern mich auch jedes Mal an diesen Alien-Film. Mit diesen ersten die Aliens im Bauch und dann im Gesicht. Zipplatt, hi. Stirbt mal bitte relativ schnell. Wäre ganz schön. Das Gute ist, wir müssen eh nicht unter ihm stehen. Okay, auf die Augen sollte ich vielleicht aufachten. Aufachten? Aufachten? Gibt's das Wort? Ich weiß es nicht. Oh, wow. Oh, wow. Ist uns egal. Schließlich, ich sehe ein Herz. Wir haben ganz schön viele Leben verloren. Yay, ein Lebensupgrade. Yay. Oh. Das wollte ich gar nicht. Ich brauch ja gar kein Geld. Ich wollte die eigentlich nur in die Luft sprengen, in der Hoffnung, dass da vielleicht ein Lebensupgrade oder so rauskommt. Naja.
Nehme ich auf, ja. Ja. War nur gerade verwirrt. So. Weg, danke. Wir brauchen nicht mal Tabis Head dafür. Oh nein. Pow! Haha! Gut, dieser Splatter-Effekt ist das Beste. Das Beste am Isaac sein ist das Blättern. Pow! So. In welcher Ebene sind wir jetzt? In der letzten sogar schon. Okay, das ging relativ schnell und natürlich kommt jetzt Godhead. Wieder viel zu spät, wie immer. Godhead kommt. Okay, das geht sogar noch. Wenn es noch ein bisschen weitergehen würde, dann wäre das noch okay, wenn man jetzt erst Godhead bekommt. Aber da das jetzt die letzte Ebene ist, bringt uns das überhaupt nichts mehr. Also ich glaube, das ist die letzte Ebene. Vielleicht müssen wir auch bis zu Mutters Herz, was ich aber nicht denke, weil es wie gesagt die allererste Challenge ist. Und bei den allerersten Challenges ist das ja meistens nicht so, dass man sehr weit gehen muss. So schade das auch ist. Aber das sind dann quasi die Einsteiger-Challenges. Oh. Hier gefällt mir die Musik auch. Allgemein, der ganze Soundtrack von EBF ist voll cool. Und das Spiel auch, das ist witzig. Ja, was kriegen wir hier Schönes? Cool, 10 Münzen, die wir nicht brauchen. Oh, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Münze mehr. Dann haben wir 55. Und 5 ist cool. Ich mag die 5. Pin. Ehrlich gesagt, habe ich gar keine Lust, gegen Pins zu kämpfen. Also, tschüss, voll nicht gegen 3 Pins. Nee, nee. Okay, gut, dass ich dann natürlich mein Space-Item eingesetzt habe. Das ist falsch. Oh nein, hoffentlich müssen wir jetzt nicht gleich wieder in den Raum mit Pin. Hätte ich keine Lust zu. Nee, gut. Ach so, die meisten von euch haben ja jetzt wieder Ferien, oder? Also ich habe das auf jeden Fall heute bei Twitter gelesen, dass richtig viele geschrieben haben, ja, endlich Ferien. Und einige meiner Freunde haben auch Ferien. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr jetzt inzwischen auch Ferien habt und was ihr in den Ferien tut. Ich habe leider keine Ferien. Ich muss mich vorbereiten, oder theoretisch müsste ich mich vorbereiten für meine Abschlussprüfung, was ich aber irgendwie nicht wirklich tue. Weil ich ein faules Stück Code bin. Genau das bin ich. Naja, 4 Wochen habe ich ja noch, denke ich mir so. Und dann kurz bevor die Prüfung ist, merke ich dann, oh, ich habe viel zu wenig gelernt. Ups. So wird's kommen. So wird's immer sein. Okay, so. Haben wir die letzte Challenge auch noch geschafft und können jetzt nochmal. Komm, wir spielen Isaac. Nee, obwohl, warte, 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 warte. Wir haben sowieso einen Winstack von 0. Aber Isaac wäre so ganz normal. Isaac in der EBF-Mod oder wollen wir lieber. Ich weiß nicht. Ja, komm, okay, spielen wir Isaac. Oder soll ich einen Charakter spielen, der hier halt neu ist? So, den Judas aus dieser Mod. Bin ich mir gerade unsicher. Judas ist halt auch voll cool in dieser Mod, aber. Ja. Egal, spielen wir mal Isaac. Den haben wir länger nicht mehr gespielt. So. Der kleine Isaac, der gar nicht in diese Mod passt. Ja. Ja. In seine eigenen Mod passt er nicht rein. Oh. Egal, okay. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall wieder die Godhead freizuschalten. Ganz normal. Und dann sind wir cool. Aber sonst wäre die Folge halt nur 20 Minuten. Und das will ich nicht. Hängen wir halt noch ein Isaac-Pack dran. So. In der Hoffnung, dass wir eventuell ein paar Angel-Räume bekommen. Und wir kriegen die Blue Fly. Yay! Blue Baby's Only Friend. Wenn wir jetzt ein bisschen stärker werden würden, dann wäre die sogar ganz schön cool. Oder wenn wir BFF bekommen. Okay, so ist sie aber auch irgendwie schon ganz schön stark. Es ist eine XL-Ebene. Nee. Speed-Up finde ich immer gut. Juhu! Und wir gucken böse. Grrr. Wir sind ein böses Isaac-Ding. Komm her. So. Na gut, wenn hier schon der Boss ist, dann gehen wir zum Boss. Die pinke. Was konnte die pinke Version? Konnte hier irgendwas Gutes? Nö, oder? Die war, glaube ich, nur ein bisschen schneller. War die schneller? Kommt mir so vor, Hilfe nicht treffen lassen. So. Ach, es ist natürlich eine XL-Ebene. Das heißt. Oh ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Das heißt natürlich 2 Bosse. Yay, wir sind stärker geworden. Das ist sehr gut. Oh, dann können wir hier auch gleich unseren Devil Deal bekommen. Unseren ersten. Wenn wir denn nicht getroffen werden. Oh, das ist perfekt. Und für eine XL-Ebene war die Ebene dann ganz schön kurz.
Und einfach zwei All-Stats ab. Bei zwei Bossen bekomme ich, glaub's ja nicht. Okay. Erster Devil. Was ist das? Ne, jetzt mal ehrlich, was ist das? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das kannte ich noch gar nicht. Oh, jetzt will ich das mitnehmen, weil ich nicht weiß, was es ist, das erste hier. Zwei Herzen? Wahrscheinlich können wir damit fliegen. Es sieht auf jeden Fall so aus wie so ein Gewand von den Engeln. Und da wir schon den Heiligenschein haben, müssten wir es eigentlich mitnehmen, aber... Nee. Nee, nee, nee. Wir brauchen ja unseren Angel-Room. So blöd es klingt. Okay, aber wie geil. Jetzt sind wir zweimal größer geworden wegen dem All-Stats ab, ja? Coole Sache. Bitte nicht treffen. Ich werde auf jeden Fall getroffen. Ja. Lass mich raus. Oh, ich bin echt rausgekommen, ohne nochmal getroffen zu werden. Geile Matiku. Da ist schon wieder der Boss. Was ist denn hier los heute? Wieso finden wir die Bosse so schnell? Hilfe. Hilfe. Das war irgendwie... Ah, ganz schön knapp. Nein, er hat mich trotzdem... Au. Da ziehen die auch noch so viele Leben ab. Ja. Göttlings. Vier Stück an der Zahl, würde ich mal meinen. Ja. Oh, oh. Gut, dass wir auf Abstand bleiben können und dann quasi mit unseren Blue Babies Only Fan angreifen können. Das ist richtig, richtig toll. Obwohl wir eigentlich so auch stark genug sind. Wir haben ja größere Tränen. Können wir eigentlich auch kämpfen. Und kriegen wieder nur einen Angel, einen Devil Womb. Okay. Naja, immerhin zwei schwarze Herzen. Der Nagel wird uns auf jeden Fall stärker machen, aber wir wollen ja Angel Rooms. Von daher, so zwei Lebensupgrade. Wollen wir zwei Lebensupgrades mitnehmen? Nee. Ah, ein Damage Up. Ein Damage Up ist gut. So, aber wir sollten auf jeden Fall noch den goldenen Raum mitnehmen. Wieso finden wir die Bosse jetzt immer so schnell? Was ist da los? Sogar in der XL-Ebene. Einfach den ersten Weg, den wir gegangen sind. Und dann war der da gleich. Und auf dem Weg war auch sofort der goldene Raum. Wie viel Glück muss man haben? Quasi alles, was man brauchte, auf dem Weg gehabt und dann noch den Boss gefunden. In einer XL-Ebene. Macht mir das erstmal nach. So. So. Sehr cool. Wie komisch das aussieht, als wenn wir so ein Predator wären. Nee, Predator ist das falsche Wort. Als wenn wir so ein Terminator wären. Mit dem Auge. Bip, bup, bup. Bip, bip, bip. Bup, bup. Muss töten, muss töten, muss alles töten, muss Gottheit finden. Bip, bip, bup. Muss Gottheit finden. Bip, bup, bup. Okay, sorry. So. Weg mit euch, Gesindel. Wir haben genug Schlüssel, das ist... Cool, Wabba, irgendwas. Wabba-Zement. Wollen wir nicht? Ich weiß nicht. Na, vielleicht ein... Nein. Blaues Herz wäre mir lieber gewesen. Nein! Wie, dafür haben wir nicht mal eine Aufladung bekommen, obwohl da Spinnen drin waren. Das zählt nicht. Die müssen von Anfang an da drin sein, okay. Blöd. Muss ich hier extra noch einen Raum machen. Schlüssel. Okay. Okay. Okay, das ist gut. Drei blaue Herzen. Faith Up. Und ein Faith Up. Faith Up bringt doch angeblich auch, dass öfters Angel Rooms kommen. Also vielleicht haben wir jetzt eine Chance auf einen Angel Room. Wäre ja ganz schön, wenn das so ist. Schon vierte Ebene. Wow, wie schnell wir unterwegs sind. Ja gut, wenn wir den Boss immer sofort finden, ist das auch kein Wunder. Und frag mich nicht, warum ich immer nur mit der Blue Fly angreife. Irgendwie mache ich das immer, wenn ich sie habe. Immer wenn ich irgendwas habe, mit dem ich auf Abstand bleiben kann, dann nutze ich das meistens auch. Dabei sind unsere Tränen eigentlich stark genug, dass wir gar nicht die Fliege bräuchten an sich. Als Hauptdamage-Dealer. Denn wir finden BBF, dann kämpfe ich nur noch mit der Fliege. Weil dann macht die richtig viel Schaden. So. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas, dass wir größer werden. Das wäre witzig. Dass sie so richtig, richtig groß werden. Das wäre richtig cool. Das würde mich voll freuen. So, was haben wir hier? Bitte mal ein paar Herzchen. Wieder nicht. Mado, über diese blöden Stachelräume. Au. Wow. Okay, sehr gut. Da sind unsere ganzen blauen Herzen wieder weg von dem Faith Up. Oh, wow. Das kommt davon, wenn man die ganze Zeit nur auf seine blaue Fliege achtet. Ihr habt eine Möhre im Kopf.
Solltet ihr vielleicht mal entfernen lassen. Sieht nicht gesund aus. Naja, eigentlich sind wir gesund. Also ist das vielleicht doch gesund. Über den Kopf aufgenommen, statt über den Mund. So. Was haben wir hier Schönes? Aha. Was haben wir da Schönes? Aha. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll zu rerollen. Weil sonst fehlt mir das vielleicht gleich für den Angel Room, wenn wir nicht mehr genug Räume hier haben. Oder ich könnte das Ding rerollen. Nee, für den Shop auf jeden Fall nicht. So. Ja, nehmen wir mit. Wenn wir es ein bisschen mehr... Nein, unser schönes rotes Auge ist jetzt ein blaues Auge geworden. Wenn wir jetzt ganz viel Lack abfinden sollten, dann kommen sogar öfters diese Zähne daraus, die dann nochmal extra Schaden machen. So, zum Boss gehe ich jetzt allerdings erst, wenn meine wenn mein Würfel voll ist. Ich hoffe, wir haben hier noch genug Räume mit Gegnern drin, dass wir den noch aufladen können. Wieso sind die Viecher da jetzt gestorben? Okay, sieht aber gut aus. So. Oder weg. Komm her. Gib mir das. Ich finde, das sieht immer so sau bescheuert aus von der Seite, wenn man diesen Schlagring hat. Das ist witzig. Aber das ist natürlich nur eine Maske, die wir aufhaben. Ihr seht das Preisschild. Das ist ein Indiz dafür, dass das nur eine Maske ist. Und ich hoffe, in diesem einen Raum hier unten ist jetzt noch ein Gegner drin, weil sonst... Gut. Sonst hätten wir unseren Würfel nicht aufladen können. Und das ist wichtig, dass er aufgeladen ist. So. Obwohl, doch, hätten wir auch so machen können. Wenn Angel Room gekommen wäre, dann hätten wir das auch machen können. Naja. So, mega... Oh nein, mega fetti. Mach mehr Schaden, Fliege. Mach mehr Schaden. Mehr Schaden. Spannendster Kampf ever. Angel Room? Ach komm schon. Wir haben ein Face-Up und einen Heiligenschein. Wieso kriegen wir keine Angel Rooms? Und cool, ich hätte doch Judas nehmen sollen. Dann hätten wir nämlich auf jeden Fall welche bekommen. Curves of the Lost. Oh nein. Was soll ich jetzt so tun? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wer ich bin. Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Wer bin ich? Hilfe! Oh. Nein. Mein schöner Schlüssel. Pim, 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 pim. So. 15 Münzen, okay. Wo ist der Shop? Shop, ich suche dich. Bitte melde dich. Krebs. Nö. Oh ja, das ist besser. The Soul ist besser. Was war The Soul nochmal? Was hat The Soul nochmal gemacht? The Soul? War The Soul? Nicht, dass die ganzen Projektile abgefangen werden? Also, dass sie so zur Seite gehen? Ich glaube schon. Wow, Amnesia bei einem Curse of the Lost. Wow, toll. Ist uns egal. Wir hatten das eh schon. Oh nein. Oh Mann, ich sehe mal diese ganzen Löcher nicht. Bei dieser Mod. Aber das habe ich auch schon öfters beklagt. Blöde Mod, bei der man die Löcher nicht sieht. Pff. So. Vielleicht bin ich auch einfach nur lochblind. Ja, das muss es sein. Ich bin lochblind. Da wurde ich angeschrieben in TeamSpeak. Da will wohl jemand mit mir LOL spielen. Geht aber gerade nicht. So, was haben wir hier? Wir hätten eigentlich... Oh. Die Explosionsbombe sehr gut für diesen Stein da einsetzen können. Aber egal, wir haben sowieso genug Bomben. Da müssen wir nicht sparen. Oh, das kann eine Joker-Karte sein. Das wäre ganz töfte, oder? So, Joker? Two of Hearts. Pff, wer braucht denn sowas? Hä, ich dachte... Hä? Es meint doch nicht das, was ich dachte, was es ist. Schon wieder Pins. Ich will... Oh, aber das ist der Shop. Okay, dann müssen wir anscheinend gegen Pin kämpfen. Oh, Bado. Öde. Du bist vergiftet, Pin. Jetzt bist du gleich nur noch Gammelfleisch.
So. Weg und weg. Geilo, ein Schlüssel, habe ich ganz genau gehört. Den nehmen wir noch mit. Und Pandoras Box. Wir können ja nachgucken. Warte, in welcher Ebene sind wir? Was ist das für eine Ebene? Ich glaube, das ist die fünfte. Depths One. 4 blaue Herzen. Wir könnten das auch mitnehmen bis zur Kathedrale. Nee, das bringt ja gar nichts. Dann haben wir unseren Würfel ja nicht mehr. Aber dann würden wir auf jeden Fall ein Angel-Item bekommen. Aber das ist jetzt. Das ist jetzt aber doof. Wir kaufen's und setzen es hier ein. So, hier wäre noch eine Batterie, das heißt. Achso, die Pandoras Box ist jetzt natürlich weg, genau. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir könnten die Kerze rewollen, aber ich wüsste nicht warum. Ich spende den Rest. Okay. Oder auch nicht, dann spende ich halt nur 3 Münzen. Was ist das hier eigentlich an den Wänden? Irgendwelche Plakate oder sowas? So. Oh, die Maden habe ich gar nicht gesehen. Immer diese Ninja-Maden. So, komm mal her. Komm mal her, ich habe eine Bombe für dich. Willst du noch eine? Okay, heute bist du aber hungrig. Ja. Perfekt, perfekt. Nehmen wir mit. Wenn wir jetzt einen Angel-Raum finden, dann wäre es wirklich noch mehr als perfekt. Dann können wir nämlich mindestens 3-mal rewollen. Und das in einem Angel-Raum, das wäre geil. Dann könnten wir vor allem 2 Items die ganze Zeit rewollen. Ach, den können wir gar nicht angreifen. Ich greife die ganze Zeit an und wir merken gar nicht, dass wir gar keinen Schaden machen. So, die kann man ja erst besiegen, wenn alle Gegner tot sind. So, wir könnten dann jedes Mal... Oh, Joker. Nein, jetzt haben wir beides. Aber ich... Okay, wir nehmen erstmal die 48 Stunden Energie mit. Und je nachdem... Warte, welche Ebene? Plant 1. Okay, ist also noch nicht die Marm-Ebene. Je nachdem, ob wir jetzt einen Angel-Deal bekommen oder nicht... nehme ich die dann mit. Wenn wir einen bekommen... Warte, wie mache ich das jetzt? Wenn wir einen bekommen... Dann habe ich meine 48 Stunden Energie. Das wäre super. Dann kann ich zurückgehen, die Joker-Karte mitnehmen. Wenn wir keinen bekommen... Dann werde ich... auch zurück in die Joker-Karte einsetzen. Und dann kann ich einmal rerollen. Genau, okay. Dafür müssen wir jetzt einfach nur The Gate besiegen. Ohne am besten getroffen zu werden. Das wäre ganz schön. Oh nein. Gate, warum? Immer wenn ich nicht getroffen werden möchte, dann werde ich getroffen. Oh. Oh, wow. Kriegen wir bitte trotzdem einen Angel-Raum? Wäre ganz schön, danke. Nö. Die Bibel. Na gut, dann machen wir das so, wie ich das eben gesagt habe. Wir gehen kurz zurück. Nehmen die Joker-Karte, setzen die Joker-Karte ein, bekommen nur einen einen Devil-Room. Ach, Manu, ey, ich kriege keine Angel-Räume mit Isaac. Das ist voll blöd. Wollen wir die Bibel? Ja. Yay, wake up. Mams Unterwäsche. Die wollte ich schon immer mal haben. Nicht. Ich hätte so gern einen Angel-Raum, aber ich krieg nie einen mit Isaac. Und das ist traurig. Ein Angel-Raum und das mit 48 Stunden Energie. Das wäre doch ein geiler Batiko, oder nicht? Wäre es. Und dann würden wir garantiert ein Godhead bekommen, weil so viele Angel-Items gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Und wenn wir dann da 3-mal rerollen können, wäre schon echt geil. Und dann noch Sharp Pluck. Oh, wenn wir jetzt irgendwo Sharp Pluck finden sollten, das wäre auch noch super. Mit Sharp Pluck. Oh ja, Sharp Pluck, der D6 und ein paar Leben, damit man den Sharp Pluck auch ein paar Mal einsetzen kann. Und dann ein Angel-Room. Dann sollte man doch auf jeden Fall den Godhead bekommen, oder nicht? Laut meiner Theorie ist das so. Aber meinem Glück wahrscheinlich trotzdem nicht. So, bevor wir gleich zu wenig Geld haben und dann liegt da irgendwo ein Sharp-Plug, holen wir uns hier noch das goldene Dings mit Geld. Okay, ich hatte schon Befürchtung, dass da irgendwie das Trinket drin ist. Aber zum Glück hat sich diese Befürchtung nicht ergeben. So.
Noch mehr Money. Money für uns. Von der Seite grinsen wir sogar ganz schön. Naja, nicht nett, aber. Okay. Wie so ein Vollidiot von der Seite. Aber wenn man den von unten sieht, dann sieht das nicht schön aus. So. Und du explodierst, genau. Stachelraum will ich nicht rein, wegen Gründen. Und für solche Gegner ist die Fliege wieder super. Ich mag die Blue Fly. Die ist ganz toll. Eine der besten Fliegen, die man haben kann. Hat sich das Blue Baby einen guten Freund ausgesucht. Auch wenn es sein einziger Freund ist, ist es ein guter Freund. Und was ist euch lieber? Einen richtig guten Freund oder viele Kollegen? Nenn es mal. Ich wäre für einen guten Freund. Einen so richtig, richtig guten Freund, auf den man immer zählen kann und mit dem man alles machen kann. Oho, der D100. Rewold alles. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, das kann witzig werden. Das kann sehr witzig werden. Yay, wir können uns selber rewollen. Und haben dadurch dann haben wir doppelte Chancen. Dann haben wir dadurch die Chance, den Gott dazu bekommen. Und dann haben wir noch die Chance, wenn wir jetzt einen Angel-Deal eventuell bekommen. Aber eh nicht. Kriegen wir eh nie. Nie. Dass wir da auch witzige Sachen bekommen. So. Hallo. Die blaue Version. Was konnte die blaue Version? Die hat, glaube ich, mehr Gegner gespawnt, oder? So, die blaue Fliege greift mit an. Das ist alles schön. Hier kommen gerade zu viele Gegner. Ah, die blaue Version konnte aber, glaube ich, nicht treten. So, Fliege da wieder rauf. Das heißt, die Form ist eigentlich ganz schön. Und weg. Sehr schön, haben einen Angel-Raum bekommen. Finde ich super. Können sogar noch in den Challenge-Raum rein und wir kriegen hier die Bibel zum einen. Okay, sprengen wir den kurz in die Luft und wir haben unsere 48 Stunden Energie dabei, was ich super geil finde. So. Au. Komm schon. Okay, dann können wir gleich zwei Items mindestens zweimal rerollen. Ne, so mindestens dreimal. Oh, das wird gut, das wird gut, das wird gut, Leute, das wird gut. Das wird super toll. So, zwei Items. Und wir rerollen uns jetzt leider auch die ganze Zeit, aber ist ja egal. Die Bibel ist immer noch da, warum das denn? Holy Mantle ist natürlich ganz cool eigentlich. Was haben wir hier? The Hermit. Okay, 48 Stunden Energie, kriegen leider nur eine Batterie, ist aber nicht weiter tragisch. Wir haben jetzt auch andere Tränen und alles, aber egal, nochmal rewollen. Nein, die Batterie ist dann weg. Nein. Oh, komm schon, bitte. Nein, warum? Ich hätte doch den D6 mitnehmen sollen. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass die Batterie ja dann auch weg ist. Oh, verdammt. Nein. Na, vielleicht ein Godhead. Minimasch. Nee. Oh, Mann. Egal, wir haben noch eine Chance auf dem Angel Boom. Angel Boom, ja. Na, mal schauen. Vampix. Okay, wir haben doch keine Chance mehr. Gar keine mehr. Okay, und wir haben scheinbar ganz schön viele Laser, die kaum Schaden machen. Toll. Ja, wir haben einen Schaden. Oh, wow. Und weil das ein XL-Leben ist, kriegen wir auf jeden Fall auch keinen Angel-Raum mehr. Zwei XL-Räume in einer... In einem One. Interessant. Warum sind wir so schwarz? Ich weiß es nicht. Exzellent, wir kriegen eine Joker-Karte. So.
Wann wird man denn so schwarz? Als Little Gish doch eigentlich nur, oder? Also als ja, irgend so ein Gish-Item müsste das sein. Und wir haben scheinbar einen Versteinerungseffekt, der recht häufig kommt mit dem Laser. Ist eigentlich schön. Ja. Ja doch, hat was. So. Hallo. Au. Ist er jetzt eingefroren? Ja. Immer diese Frösche, die mitten in der Luft stehen bleiben. Voll witzig. So. Okay, das werde ich aber rerollen, weil wir einfach keinen Schaden machen. Okay. Fuß, du darfst gehen. Okay. Ich dachte schon, ich hätte irgendwie den Boss jetzt verglitscht, aber scheinbar nicht. Das ist gut. Jetzt gehen wir hier Tiers ab. Okay. Ja, ich wurde schon wieder angeschrieben. Scheint wichtig zu sein. Egal, ich muss hier noch kurz zu Ende machen. Plom, 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 plom. Au. Na stimmt, The Mind haben wir jetzt auch nicht mehr. No. Unser schönes The Mind. Wie lange die einfach gefrozen sind. Gefrozen. So. Rewind, was kriegen wir? Und was? Cool, wir haben Proptosis. Und wir haben den komischen Schwanz. Proptosis, irgendwelche Gifttränen. Achso, aber das ist wahrscheinlich nur wegen unserem Twinket. Oh. Und das komische Dry Baby. Oh, okay, cool. Hallöle. Willst du unser Geld haben? Ist die Frage, ob man Gottheit überhaupt bekommen kann durch dieses ganze Rewind, wenn man gar kein Special Item bisher hatte. Vielleicht kann nur Special Items zu Special Items werden. Wisst ihr Bescheid? Das kann nämlich auch sein und das wäre dann doof. Weil dann könnten wir das gar nicht mehr bekommen. So, drei Räume noch, bevor wir zum Boss gehen. Naja, oh. Ach so, wir haben dieses Cursed Shot-Ding, ja natürlich. Deswegen, okay. Machen wir dich halt nochmal Raum. Das heißt, wenn wir gerade so im Aufladen sind. Okay, sehr gut. Oh, Damage Up. Wenn wir gerade so im Aufladen sind, dann werden wir rausteleportet. Ach, was haben wir jetzt so viel? Wow. Dank der Rock sind unsere Tränen jetzt so komisch giftgrün. Nee, dann ist das giftgrün. Das eben war giftgrün. Was ist das denn jetzt? Kein Plan. Na. Nein, wo sind wir denn jetzt? Oh, richtig weit weg. Das ist ja blöd. So. Du weg. Und wir können rerollen. Wir können rerollen. Wir können rerollen. Wir werden uns rerollen. Wir werden uns jetzt rerollen und kriegen auf jeden Fall ein paar Herzen und einen super tollen wie heißt das? Eifelkick. Eifelkick. Und Eifelpilz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Isaac, herzlichen Glückwunsch. So. Okay, und es scheint... Was haben wir denn sonst noch so? Wieso sind die so riesig groß? Einfach nur wegen dem Schaden? Werden die dabei größer? Wir greifen auch nicht wirklich schnell an. Aber so können wir auf jeden Fall... Oh! Guck mal! Die gehen zum Gegner hin. Oh, wie geil! Geil, Lubatico! IPK-Tränen, die zum Gegner hinfliegen. Nice. Und wir haben auf jeden Fall noch das Sparschwein dabei. Sehe ich gerade. Boah. Da ist doch auf jeden Fall noch Polyphemus dabei, oder nicht? Ich glaube schon.
Ipecac mit Polyphemus. Oder sind die da dann noch größer? Auf jeden Fall haben wir noch Homing Shots und Maggie's Bow. Maggie's Bow haben wir auch. Schöne Sache. Wieso bleibt er unten? Obwohl er ein Gegner war. Wir gehen zum Teufel. Wir gehen zum Teufel, damit die Folge nicht wieder eine Stunde geht. So. Und da wir sowieso keinen Angel-Raum mehr bekommen können, was echt traurig ist, by the way. Ach, wir haben Virgil, deswegen haben wir diese Schleife auf dem Kopf. Achso. Und deswegen haben wir auch den Schild jetzt bekommen, obwohl wir ganz viele rote Herzen haben. Okay, wisst ihr was? Wir haben Ipecac, dann können wir uns auch aussprengen. So. Achso, wir haben ja schon alle Gegner besiegt. Wow, was ist das? Wie geil. Sowas mag ich immer. Solche Kettenexplosionen. Pow. So, ich hoffe jetzt einfach mal... Oh, wir haben sogar 66 Münzen. Das Spiel wusste quasi, dass wir zum Teufel gehen. Mit 66 Münzen. So, wollen wir rerollen? Ja, komm, wir rerollen uns. Das kriegen wir. Oh, wir können fliegen. Und haben einen... Was haben wir? Ach, wir haben Chocolate Milk. Oh. Wir können fliegen, sind Lord of the Flies, haben Chocolate Milk. Mit diesen geilen Tränen. Oh, ich glaub's ja nicht. Haben wir denn viel Schaden? Ja, geht so. Cool, dann können wir es aufladen und das geht durch alle Gegner durch. Ist eigentlich eine gute Kombo. So, und anscheinend haben wir auch irgendein Magnet. Und wir wissen, wo der Boss ist. Okay. Ja gut, so können wir ja hier easy peasy durchlaufen. Okay. Lieber nicht. Tschüss, Cage. Oder Cave. Oder wie auch immer du heißt. Letztens hat sich nämlich jemand beschwert, dass ich den falsch benannt habe. Weil ich den Cave genannt habe, obwohl es Cage war. Ja, ja. So ist das. Ich kenne die halt nicht. Ich wusste gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Ich dachte, das wären dieselben. Also hier, okay, ja, Lockdown, Death, okay, ja, hi. Hi Satan, guck mal, ich habe eine Death-Karte. 1, 2, 3, jetzt. Schade. Hätte ja klappen können. Oh nö, ich sterbe beim Satan. Oh nein, ich sterbe ja wirklich beim Satan. Oh oh. Oh, Hilfe. Ah, wo kommen die ganzen Viecher her? Okay, ich glaube, die machen sogar mehr Schaden als wir an sich. Ah, nein.
Oh nein, oh nein, oh nein, ich werde sterben. Ich bin doch nicht gestorben. Okay, wir können es nochmal rewollen und. Okay, gut, dass wir das nicht eben hatten. Weil diesen Körper hasse ich. Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Mit einem Leben. Wollen wir nicht sehen, kennen wir schon. Und haben immer noch kein Gotthard gefunden. Dabei hatten wir einen blöden Angel-Raum mit dem D100 leider diesmal. Mist, ich hätte echt den D6 mitnehmen sollen. Wir hätten eine 48-Stunden-Energie-Pille. Mann, ich hätte das 3 bei rewollen können. Verdammt. Ich wette, beim nächsten Reroll wäre der Gotthard rausgekommen. Na ja, das ist natürlich blöd. Aber wir haben die letzte Challenge geschafft. Das heißt, mit dieser Mod sind wir durch. Wird diese Mod dann wohl nicht mehr geben, so leid es mir tut. Und ja. Ihr könnt mir auch Mod-Vorschläge in die Kommentare schreiben. Dann gucke ich mir die mal an. Wenn da vielleicht gute Challenges an so bei sind, dann wäre das sogar noch schöner. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.